Alright Friends, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Tutorial-Slash-Tipp-Video für die Untergrundhöhlen in strahlender Diamant und leuchtende Perlen. Falls euch diese kurzen Videos gefallen, dann lasst dem Ganzen doch einen Daumen nach oben da. Support ist kein Mord. Abonniert diesen Kanal, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, legen wir auch direkt los mit Tipp Nummer 1. Und zwar brauchen wir als allererstes, wenn wir hier in den Beutel gehen, brauchen wir den Einwegbohrer. Der ist jetzt, glaube ich, gerade nicht in meinem Beutel, weil ich den aktuell benutzt habe. Und zwar damit machen wir Geheimbasen. Wie bekommt man den Einwegbohrer? Ihr müsst als allererstes die Untergrundhöhle einmal betreten haben, dann alles abschließen, einmal Wände zerstören, in Grotten gehen, vielleicht ein Pokémon fangen oder töten oder so. Dann geht ihr wieder raus, wenn ihr fertig seid. Dann spricht euch der Opa nochmal an und labert euch ein bisschen voll. Ihr spricht den Opa dann nochmal an, von euch, freiwillig aus. Und der labert dann nochmal ein bisschen und dann gibt ihr euch den Einwegbohrer und erklärt euch, was eine Geheimbasis ist. Dann geht ihr zu irgendeiner willkürlichen Wand, drückt da A, dann kommt, da möchte ich eine Geheimbasis errichten, ja, bla bla bla. Und dann gehen wir einfach mal rein. So, in der Geheimbasis, die wird normalerweise leer sein. Ne? In der Geheimbasis können wir X drücken und dann können wir Statue platzieren drücken. Das habe ich jetzt bereits mit Schnurgast gemacht. Wir klicken aber zum Beispiel hier auf eine leere Fläche und dann sehen wir, ich habe zum Beispiel Pipi, Glaciola, Frostedie und Rotom. Das kann vielleicht bei euch leer sein oder da können halt andere Pokémon vorhanden sein. So, ich habe jetzt unser Schnurgast platziert. Dann gehen wir da mal raus. Wenn wir es ansprechen, passiert halt nichts. Wir müssen einfach nochmal X klicken und dann kommt der Statue-Effekt. Wenn wir draufklicken, steht da, Pokémon vom Typ Normal erscheinen ein klein wenig häufiger. Das heißt, wir haben jetzt eine höhere Chance, dass normale Pokémon in den Untergrundhöhlen anbeißen bzw. auftreten an sich. Wenn wir jetzt aber eine weitere Statue platzieren von einem anderen Typen, von Typ Fee zum Beispiel. So, Statue haben wir platziert, klicken an, nichts passiert, wir klicken nochmal auf Effekt. Ist es trotzdem der Normaleffekt? Warum ist es der Normaleffekt? Weil wir Schnurgast als allererstes platziert haben. Wenn wir jetzt zum Beispiel Schnurgast einfach wegnehmen, dann seht ihr auch, ist diese Kugel pink. Wir nennen es jetzt einfach mal pink. Ob es lila oder pink ist, I don't know. Damit haben wir den Feentypen. Wie können wir das Ganze jetzt aber zum Beispiel noch stärker machen, dass die Chance sogar noch höher ist, bestimmte Pokémon von bestimmten Typen zu handeln? Und zwar brauchen wir mehrere Pokémon von demselben Typen. Glaciola ist von Eis und Frostedie ist von Eis. Beide platzieren wir. Und wenn wir jetzt den Statue-Effekt anklicken, seht ihr immer noch ein klein wenig häufiger. Aber der Boost ist auf jeden Fall nicht verdoppelt, aber erhöht, weil das zwei Eis-Pokémon sind. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel auch hier neben jetzt einen Rotom platzieren, weil er auch von Geist ist wie Frostedie. Aber falls ihr schon vorhin aufgepasst habt, Kugel ist immer noch blau. Warum? Weil unser allererstes Pokémon, was wir gestellt haben, von Typ Eis ist, beziehungsweise wir auch zwei Pokémon haben, die von Typ Eis sind. Und das ist unser aktueller Boost. Deswegen ist Rotom total irrelevant. Da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen und nicht alle Statuen gleichzeitig platzieren, sondern nur das, was ihr auch gezielt handeln wollt. Und dann am besten wirklich so viele Statuen wie nur möglich vom selben Typen, damit die Chance auf Maximum geboostet ist. Alright. Dann kommen wir auch zum nächsten Tipp. So, wir befinden uns jetzt hier in der Großgrotte. Und in der Großgrotte, ich denke, hier war schon mal jeder drin. Wir haben hier Kleinstein, Bedifas, Klingplim, alles Encounter, die niemand braucht. Deswegen gehen wir einfach mal kurz raus und gehen wieder rein. Denn dieser Tipp ist Reset in der Grotte, so nenne ich es, oder Grottenreset. Seht ihr, wir haben Pachirisu, wir haben Shinux, wir haben Bedifas, wir haben Hundemon da oben, ein Rare Encounter, sehr, sehr schön. Und wenn wir jetzt nochmal reingehen würden, dann würde sich das Ganze nochmal resetten. Ich zeige es einfach nochmal aus Materialgründen. Hundemon ist weg. Wir haben Macholo, Magnetilo, Zubat und ihr könnt auch einen Trassler kriegen und andere coole Pokémon, die sehr, sehr selten sind. Nur es dauert auf jeden Fall ein bisschen. Dann würde ich sagen, kommen wir auch zum nächsten Tipp. Alright, ihr habt ja gerade gesehen, wie ein Dickter vor mir verschwunden ist und die meisten, denke ich, laufen instinktiv einfach rein, weil sie Angst haben, dass es verschwindet. Aber dieser Glitzer bleibt auf jeden Fall auf dem Boden und wenn wir reinlaufen, haben wir jetzt einen mehr. Das heißt, wir haben 7 von 40. Wir müssen nicht 40 Dickters sammeln. Es gibt auch Dicktries und Dicktries geben 3 Punkte. Und wenn wir das Ganze sogar noch mehr beschleunigen wollen, dann gehen wir einfach in den Multiplayer oder zocken das mit unseren Freunden, denn das zählt dann doppelt. Das heißt, wenn zwei Leute ein Dicktree einfangen, haben wir 6 Punkte anstatt 3. Und wenn die 40 voll sind,
dann ist die Shiny-Chance erhöht. Ja, einfach ein Pokémon zu finden, was shiny ist. Oder die Shiny-Statue-Chance ist auch erhöht. Wenn wir hier zum Beispiel, weil hier ein Glitzer ist, die Wände kaputt machen, dann haben wir hier eine Chance, eine Shiny-Statue zu finden. Und wenn wir die platzieren, dann ist natürlich auch die Shiny-Chance erhöht. Alright, Friends. So, das war's auf jeden Fall mit meinen Tipps für die Untergrundhöhle. Ich hoffe, sie haben euch geholfen. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Wenn ja, wie bereits am Anfang des Videos gesagt, lasst einen Daumen nach oben, das supports Kermord. Abonnieren nicht vergessen, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Macht's gut, ich bin raus. Peace.